Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Kornwelt unterwegs auf unserer 16-Fach-Karte. Wir sind bereits in Folge 142. Ja, ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass das die letzte war. Jetzt sind die nächsten dran sozusagen. Wir nehmen wieder ein paar Folgen auf. Ich muss erstmal diesen freundlichen Kollegen hier auf die richtige Spur bringen. Ich sehe, wenn ich jetzt den nächsten Punkt machen würde, würde ich überall ankommen, aber nicht da, wo ich hin will. Deswegen mache ich jetzt hier mal den Düngerpart an. So. Stellen wir es hier hin. Und sag jetzt mal einstellen. Und dann macht er an der richtigen Stelle weiter. Ja. Das sieht gut aus. So machen wir es jetzt hier. Damit fährt der schon mal. Das ist der einzige, der noch fahren muss überhaupt. So, hier waren wir bei unserer Treibstoffgeschichte. Weiß ich, haben wir schon wieder was zum Nachfüllen? Ich glaube eher nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, haben wir immer noch einen vernünftigen Treibstoffpreis? Ich hatte ja gesagt, es kann sein, dass wenn man neu startet, dass sich... Ja, der Treibstoffpreis ist immer noch gut. Und der Preis für... Gas ist immer noch angesagt, dass er sich erholen soll. Dadurch erhöht er sich natürlich auch. So, gut. Ja, ist die Frage, was man jetzt natürlich draus macht. Ich würde sagen, wir haben hier jetzt 104.000 Liter drin. Ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde los. So einfach ist es. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich sofort jetzt hier einen Kurs einprogrammieren soll. Ich muss zugestehen, ich kenne den Weg natürlich nicht so hundertprozentig dahin. Vielleicht sollte da mal vorher mal gucken. So. Ich will das jetzt mal eine Runde ganz einfach machen. Ich steig mal aus. Mach mal sehr schnelles Laufen an. Wir gucken mal. Also. Das können wir jetzt richtig in Windeseile machen, wie ihr seht. Der Sonne entgegenrennen. Das ist jetzt hier gleich die Brücke. Genau. Hier vorne kommt jetzt unser Abzeug. Hier würden wir nochmal jetzt rauffahren, um zurück zum Hof zu kommen. Jetzt müssen wir hier theoretisch gesehen geradeaus weiterfahren. Hier gibt es wieder einen nächsten Knick. Das sieht eigentlich relativ simpel aus. Hier vorne wird es gleich wohl wieder einen Knick geben. Ja. Bis jetzt ist es einfach nur simpel auf einer Straße langfahren. Wo jetzt kommt das Interessante. Wann biegt man wohin schon ab? Das hier ist alles innerhalb der Stadt. Und hier ist der Verkaufspunkt, wenn ich mich nicht täusche. Da. Okay. Hier wieder zurück. Nehmen wir mal die geradeste Variante, dann wissen wir. Vor der Tankstelle müssen wir rein. Gut, okay, das ist doch schon mal gut zu wissen. Wir skippen durch. Er macht sein Ding, das ist gut. Da sind wir. So, gut. Ja, ich mache ihn jetzt wieder. War an, war aus. Ich weiß es gar nicht. Jetzt ist er an. Wir fahren jetzt hier ein paar Meter gerade. So. Bin ich in Schwierigkeiten geraten. Natürlich auf der richtigen Seite der Straße. So, und jetzt machen wir Kursaufzeichnung beginnen. Und da. Und jetzt fahren wir los. So einfach ist es. Mein ganzes Ziel ist es jetzt im Prinzip eigentlich möglichst auf der einen Straßenseite zu bleiben, dass wir keine Probleme bekommen mit entgegenkommendem Verkehr. Ich gehe lieber rechts ein bisschen auf den Grünstreifen als in den Gegenverkehr, muss ich zugestehen. Das könnte sich nämlich sonst fatal auswirken. So. Das Stück sollte jetzt erstmal kein Problem sein.
Interessant sind über diese Knicke in der Straße. Die haben wir jetzt gleich da vorne vor uns. Entschuldigung für mein Geräusch, wurde leider ein bisschen belegte Stimme seit ein paar Tagen. Vielleicht nicht, dass es weh tut, sondern nur was nervt, ne? Kennt ihr bestimmt auch. So, schön sauber über die Brücke. Das ist wichtig. Und nicht im Gegenverkehr. Das ist noch wichtiger. Aber unsere Bahn sieht nicht schlecht aus. Läuft, würde ich sagen. So, dann über die Brücke überhin. Das ist unsere Autobahnbrücke da vorne. Also wieder ein Engpass sozusagen. Jetzt seht ihr sogar die Punkte durch uns durchliegen, die wir legen. Aber dann seht ihr, dass man nicht mal richtig vorne guckt. Also man muss das schon so ein bisschen von oben machen, ist sonst schwer einzuschätzen, wo man ist. Da seht ihr zum Beispiel auch Verkehr. Hoffentlich fährt das jetzt hier nicht in der Seite. Ne, das war nicht, das war so gut. Bei einem Unfall wäre natürlich die Aufnahme jetzt zunichte gemacht. Das wäre nicht wirklich schön gewesen. Da kommt das noch einer entgegen. Also auf der Seite hier scheint wieder mehr Verkehr zu sein. Hier muss ich jetzt sehen, dass ich sauber durchkomme und möglichst nicht die im Gegenverkehr komme. Dann lieber ein kleines bisschen Grünstreifen, so wie jetzt gerade. Sonst endet das nämlich doof. So, da haben wir jetzt noch eine rechts und eine links und dann geht es schon gerade in die Stadt. Und dann müssen wir bei der Tankstelle abbiegen. Also genau vor der Tankstelle abbiegen. Das ist so der Punkt. So. Auch hier waren wir nicht im Gegenverkehr. Hier wäre ich jetzt noch ein kleines bisschen langsamer. Die Außenkurven, da neige ich sonst leicht zum Rausdriften. Das muss ja unbedingt sein. Ah, so sieht man die Stadt mal richtig, so mit Bäumchen und sowas. Ja, putzig. So. Da sind wir in der Stadt. So. Da ist die Tankstelle. Dann ist das hier unsere Abzweige. Ich fahre jetzt lieber hier auf dem Grünstreifen, als halt in den Gegenverkehr, um auszuholen. Ne? Das ist das, was man sonst normalerweise gemacht hätte. Ich gehe davon aus, dass auf dieser Straße schon kein normaler Verkehr mehr programmiert ist. So, auch hier müssen wir natürlich sehen, dass wir vernünftig rumkommen. Ja, hier braucht er einen kleinen Moment, bis er sich den Berg hochgekraxelt hat. So, jetzt biegen wir hier vorne rechts ab. So. Und falls man nach links oder rechts will, lagermäßig oder sonst was, würde ich sagen, wir stoppen das Ganze hier. Aufnahme beenden. So, gut. Dann sagen wir jetzt speichern und zwar Raffi zum Güterbahnhof. Das macht Sinn, würde ich sagen. So, den haben wir also auch gespeichert. Dann kann ich den jetzt hier auch ausmachen. Und wir können jetzt hier hinfahren und die Sachen verkaufen. Dafür können wir einmal dieses Rondell hier benutzen. Da muss ich gucken, wie ich hier vernünftig wieder rauskomme. Das ist dann eine andere Geschichte. So muss ich sehen, dass ich hier vernünftig reinkomme. So. Okay, da habe ich natürlich selber ein bisschen den Schwung genommen.
Bisschen mit Schwung rauf. Also das soll der Verkaufspunkt sein. Ich sehe zwar nicht, wie das ein Flüssigkeitenverkaufspunkt sein soll, aber naja, so ist das halt. Wir testen einfach mal, ob es geht. Treibstoff wird hier nicht angenommen. Dann sag mir doch, wo der Flüssigkeitenverkaufspunkt ist. Hier sonst auch nicht viel anderes, wenn ich ehrlich bin. Das hier sieht mir aus wie Lagerpunkte und nicht wie Verkaufspunkte, ehrlich bin. Ja. Verkauf starten ist. Ne, ich glaube nicht wirklich, oder? Gut, ja, also gucken wir noch mal auf der Karte. Also, wir haben hier hinten noch einen Güterbahnhofspunkt. Irgendwie sind das alles Güterbahnhofspunkte anscheinend. Güterbahnhof. 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 Ich mache es einfach mal ganz einfach. Ich besuche jetzt mal einfach die Punkte. Ein Punkt ist hier. Der hat uns auf jeden Fall gesagt, dass das hier nicht annimmt. Ich sehe auch hier keine Anlage, Zapfe oder sowas, die sowas machen würde. Wir machen die Karte nochmal auf. Gehen nach und nach jetzt rüber. Also das hier wäre jetzt... Darunter wäre der Zug. Das ist der zweite. Besuchen. Das sind diese Punkte. Hier sehe ich definitiv auch nicht, dass er Sprit haben will. Wir machen die Karte das letzte Mal auf. Dann habe ich hier noch einen Punkt, den besuchen wir. Ah, und hier sehe ich Tanks. Okay. Aha, das ist ganz hinten dran vorbei noch. Das muss man natürlich erstmal wissen. So, suchen wir uns erstmal unseren LKW wieder. Gut, dass ich den Weg allgemein bis hier vorne nur programmiert habe. Wir haben auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Doch, haben wir schon. Ich habe bis hierhin programmiert, glaube ich, noch die Einfahrt rein. Wir hätten weiter dran vorbeifahren müssen. Aber wie gesagt, egal. Gehen wir hin. Den kleinen Bogen hier, den kriege ich auch wieder rausgefahren. Das ist das Ding. So, machen wir die Hilfe erstmal aus. Also, hätten einen weiter gemusst. Ich dachte, der wäre vielleicht irgendwo bei der normalen Schütte da irgendwo noch so ein kleiner Harnabnehmer hingesetzt worden. So ähnlich wie diese Milchpunkte, kennt ihr ja. Die sind nicht sonderlich groß, ne? Oh, nicht so hier wackeln. So, und hier sollte dann der Verkaufspunkt sein. Hoffe ich doch, denke ich dann mal. Da sollten wir jetzt hier eigentlich mal unsere erste richtige Kohle machen. So. Das ist Lager oder Verkauf. Auskippen. Reifstoff wird hier nicht angenommen. Ja, ich weiß, was ich jetzt mache, ist mit dem Zug nicht sonderlich sinnvoll. Das war garantiert der Gasverkauf, den ich da gerade hatte. Ja, und? Ja, Geld rollt. Wunderbar, also es klappt. Also hier ist einmal, wir sind jetzt beim Treibstoff und das auf der anderen Seite ist der Punkt fürs Gas. Das ist gut. Jetzt wissen wir schon mal, wo das ist. Und dann können wir von hier aus auch den Punkt da vorne setzen gleich. Und wieder hinfahren zur Biogasanlage in dem Fall. Da müssen wir dann den nächsten Kurs hin programmieren. Ja, wenn man sich den auf dem Plan anguckt, fahren wir im Prinzip bis zu unserer Abfahrt und dann halt, als wenn wir sonst vom Hof aus kommen würden und zur Biogasanlage fahren würden. Kriegen wir alles hin. So.
Ein hat er leer. Wer macht den nächsten leer? Die erste Zug war schon mal, die erste Hänge war schon mal 300.000, die wir eingenommen haben. 300 und 3.000. Dürfte dann nochmal eine gute Ladung kommen oder nochmal ein kleiner Rest. Das sieht schon mal sehr gut aus, finde ich. Und das Geld kommt rein. So. Ja, leider geht die Folge auch schon wieder zu Ende. Wir haben jetzt hier nochmal 298.000. Das heißt, wir haben ja 600.000 eingenommen. Ja, den letzten Verkaufspunkt jetzt nochmal starten. So, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr am nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Ne? Durch die YouTube-Situation mit den Mindestanzahl an Abonnenten, die ich brauche. Leider wird euer Abo immer wichtiger dadurch. Ich habe es auch gerne, natürlich, logischerweise. Wenn ich es noch nicht da gelassen habe, wäre aber schön, wenn ihr es dann da lassen würde, mich zu unterstützen. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei all denen, die das schon getan haben. Ja, am Schlussspruch natürlich noch, wir haben knapp 777.000 eingenommen mit unserem Roadtrain. Also ich würde sagen, das war ordentlich. Ja, und damit sage ich dann bis zum nächsten Mal.